Eine neue Folge MT5, heute mit einer weiteren Aufstellung für die Dämonen, nämlich der 5-4-1. Viel Spaß dabei. Ja, ich habe hier noch eine weitere Möglichkeit, die 10 Punkte aufzuteilen. Wieder im Fokus quasi steht ein Sammler, also die Machtstufe 5 Kreatur der Dämonen. Und ich habe ja schon das 5-3-2 Video gemacht, wo es dann hauptsächlich darum ging, den Dreier irgendwie zu benutzen, um gegen Sechser noch anzugehen beim Gegner. Und man halt hinten noch die 2 hatte, die man dann gegebenenfalls auch schnell in eine Aufwertung zu einem Dreier aufwerten konnte und dann halt mit 5-3-3 recht schnell spielen kann. In diesem Video ist es etwas mehr auf die Triggerpunkte ausgerichtet, denn wir starten direkt mit einer 4 und nehmen daher direkt jeden Zug einen Triggerpunkt mit. Was wieder erstmal der Plan ist, allgemein ist, schnell zum Gegner kommen, um da den Feldbonus beim Schlagen abgreifen zu kommen. Schnell möglichst starke Kreaturen auch möglichst weit vorne zu haben und wenn das für uns wichtig ist, und bei den Dämonen ist es so halb wichtig, würde ich mal sagen, die sind nicht ganz so drauf angewiesen wie die Mali oder Celadron, Triggerpunkte sammeln. Okay, Triggerpunkte sammeln machen wir auf jeden Fall schon mal. Wir bekommen einen Triggerpunkt vor dem ersten Zug und ich würde erstmal mit dem Sammler nach vorne laufen. Man kann auch erstmal ein Wicht reinsetzen und dann im nächsten Zug quasi zwei Felder mit dem einsammeln, ist aber relativ witzlos, da der Gegner ja noch ziemlich weit weg ist. Das kann man, wie ich schon mal erklärt habe, zum Verzögern manchmal so ein bisschen machen. Okay, das heißt, wir gehen erstmal einen Schritt vor, kommen noch ein Triggerpunkt, gehen noch einen Schritt vor, sind jetzt schon fast an der Hälfte. Und jetzt ist die Idee, ich bekomme noch einen dritten Punkt. Ich werte meinen Wicht zu einer Besessenen auf. Ich bekomme noch einen Punkt und jetzt kann ich einen Würfel, die sind bei den Dämonen auch nicht so wichtig, dass ich das nicht einfach direkt am Anfang schon machen könnte, ausgeben, um die Besessene direkt drei Felder nach vorne zu ziehen. Dadurch habe ich halt auch eine schnelle Bewegung. Ich habe direkt zwei Kreaturen recht weit vorne und vor allem ich habe halt den Sammler vorne, der auch da weiter vorne neue Kreaturen reinbringen kann. Ich kann, deswegen ist auch wichtig, die beiden sollten schon nebeneinander aufgestellt werden in der Aufstellung. Wo sie aufgestellt werden, das muss so ein bisschen vom Spielplan und von dem, was der Gegner macht, abhängen. Auch von den Ortschaften, falls man damit spielt, wo die Moorhexe dann steht, auch darauf entsprechend ausrichten. Ne? Gegen Ritter wäre es zum Beispiel nicht so gut, die hier an oder hier an den Rand zu stellen, denn dann kann sie mit den Schwertern ziemlich schnell abgewertet werden. Da sollte sie dann eher in die Mitte. Das muss man dann einfach mal ausprobieren. Genau, und was ich jetzt auch machen kann noch, ist im nächsten Zug hier mit dem Sammler einen Wicht reinzusetzen, dann habe ich direkt beide Figuren beschützt. Das wären erstmal so die Grundzüge, das sind dann die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Züge, die man meistens auch so in der Reihenfolge machen kann. Man muss mal gucken, ob man die Besessene tatsächlich hier vorne direkt hinziehen kann oder ob da schon irgendwas ist. Insofern ist es bei dieser Aufstellung eigentlich ganz gut, wenn man als zweites aufstellt, dann kann man die Besessene so hinstellen oder den Wicht, der es ja am Anfang war, dass der nicht direkt gegenüber vom Gegner steht, um wirklich diese drei Züge vorwärts zu kommen. So, und jetzt kann man halt entweder hier mit dem Sammler noch nach vorne und dann hat man eine potenzielle Falle, sobald man hier den Wicht aufwertet. Es kann, also wenn gerade eine Kreatur von 1 bis 4, von oder 3 oder 4 eigentlich nur, an der 2 dran stand. Wenn also gerade eine Kreatur von 3 bis 4 hier an der Besessenen dran steht, muss die quasi schon aufwerten auf eine 5 oder wegziehen, denn wenn ich den Wicht aufwerte oder wegziehe, muss er halt die Besessene schlagen und der 5er steht daneben. Alternativ, was man dann weiter als Gameplan quasi haben kann, ist hier weitere Wichte reinzusetzen, die dann entsprechend auch auf 2 oder 3 aufzuwerten. Man kann wieder mit einem Zauber, man hat dann ja, wenn man den Wicht reingesetzt hat, schon wieder 2 Punkte, die Besessene auch hier zu einer 4 aufwerten.
Das ist, denke ich, auf jeden Fall auch häufig ein sinnvoller Zug, da man einerseits dann zwei stärkere Figuren in der Mitte schon hat, kann auch direkt wieder auf den Fünfer aufwerten oder hier mit dem Split halt auch zum Fünfer hin direkt eine Falle stellen kann. Genau. Oder man sagt, man hat jetzt ja wieder eine Moorhexe hier hinten. Das heißt, man kann hier auch entsprechend die Moorhexe splitten, um wieder neue Kreaturen reinzubekommen, kann die dann auch wieder mit der Magie. Die Würfel gehen einem bei den Dämonen wirklich nicht schnell aus. Also da kann man ruhig ein paar schon mal raushauen. Schnell nach vorne in die Mitte bringen. Genau. Kann dann gegebenenfalls zu einem Dreier aufwerten und hat wieder eine potenzielle Falle mit dem Split hier, wenn da irgendwo in der Nähe Sechser stehen. Oder könnte halt hier wieder splitten und wertet dann noch einen zum Dreier auf. Dann hat man natürlich keine Triggerpunkte mehr. Ja, oder die andere Besessene von hier unten kann man auch mit 1, 2, 3 Feldern hoch. Das muss man dann natürlich, das geht so weit in die Züge rein, dass man das vom Gegner abhängig machen muss. Aber auf jeden Fall alles interessante Möglichkeiten. Ich wiederhole nochmal ganz schnell, was die Idee ist. Die Idee ist, wir sammeln von Anfang an mit der Moorhexe Triggerpunkte. Wir ziehen dann erstmal unseren Sammler vor, werten den Wicht zu einer Besessenen auf und können dann die schon durch das Zaubern auch in die Mitte setzen und haben dann schon mal zwei Kreaturen in der Mitte, von denen eine noch weitere Kreaturen reinbringen kann. Ja, probiert das Ganze doch einfach mal aus. Ich bin auf eurer Rückmeldung gespannt. Ich habe jetzt ja sogar schon drei Aufstellungen für die Dämonen. Ich finde, die sind da ein recht flexibles Volk. Und ich würde mich natürlich super über Kommentare freuen, falls ihr das einerseits ausprobiert habt, wie euch das gefallen hat, was vielleicht Probleme waren, was gut gelaufen ist. Und natürlich, falls ihr noch andere Aufstellungen, die ihr für sinnvoll haltet, habt, dann auch die hier rein. Dann gucke ich mir das mal an, gucke mal, wie ich damit klarkomme und mache vielleicht auch da ein Video zu. Bis dahin, habt viel Spaß. Ciao!